Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video von NPO. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie wir PVT-Kollektoren mit Geothermiesonden berechnen können. Wir erzeugen ein neues Projekt. Ich nehme als Projekttypen hier die Energiezentrale. Und dann haben wir hier einen Wärmebedarf, einen Kältebedarf. Den Strombedarf wollen wir jetzt nicht betrachten. Haben keine PV-Anlage, sondern eine PVT-Anlage hier, die eben Strom und Wärme erzeugen kann. Und wenn ich in die Einstellung der Geothermie reingehe, dann haben wir hier die Wärmepumpe installiert. Das heißt, wir haben zum Beispiel ein Quartier mit einer zentralen Wärmepumpe, die ein Wärmenetz speist und vielleicht auch Kälte bereitstellt. Das ist unser Anwendungsfall. Die erzeugt Niedertemperaturwärme und hier auf der rechten Seite aktiviere ich einmal die Option Regeneration berücksichtigen, denn wir möchten, dass das Geothermiefeld komplett übers Jahr regeneriert wird. Das heißt, dass genauso viel Wärme aus dem Boden entzogen wird, wie eingespeist wird. Genau, dann klicke ich auf OK. Bei den PVT-Einstellungen gehe ich auch einmal rein. Wir haben hier verschiedene Möglichkeiten, die Berechnung anzulegen. Das heißt, wir können die Flächen definieren, die Ausrichtung auch, definieren. Wir können hier auch mehrere verschiedene Flächen definieren, wenn wir das möchten. Und hier unten, das ist wichtig, beim Betriebsmodus, können wir sagen, dass die PVT jetzt hier Regenerationswärme bereitstellt, eben zur Regeneration der Geothermiesonden. Genau. Und wir können uns das Profil ja auch einmal ansehen, wie das aussehen würde. Hier das Wärmeerzeugungsprofil übers Jahr dargestellt und das Stromerzeugungsprofil. Genau. Und mit den Einstellungen werden wir jetzt die Berechnung einmal durchführen. Wir sehen hier unten bei dem Wärmebedarf, beim Kältebedarf, wir haben mehr Wärmebedarf als Kältebedarf. Das bedeutet, dass ohne die Regenerationswärme aus der PVT ein komplett ausgeglichener Betrieb für die Geothermiesonden gar nicht möglich wäre. Das heißt, er wird hier auf jeden Fall auch die Geothermie, die PVT installieren, um eben die Regeneration verwirklichen zu können. Ich klicke einmal auf Anlagen dimensionieren. Und dann sehen wir jetzt hier, dass er tatsächlich auch die PVT installiert hat. Ungefähr 400 Quadratmeter sind da kostenoptimal und die Geothermiesonden gemäß der maximalen Last ausgelegt hat. Im zweiten Schritt klicke ich jetzt auf Systembetrieb simulieren und dann sieht man nochmal stündlich aufgelöst, wie das System betrieben wird und wie die Kennzahlen zu dem System sind. Und wir werden dann eben auch sehen, dass er im Sommer eben die PVT nutzt zur Regeneration. Hier einmal das Schaubild, das Energieflussbild dargestellt für das gesamte Jahr mit den Energiemengen. Hier sehen wir schon, dass eben die Geothermie einen gewissen den Kältebedarf deckt, aber auch regeneriert wird über die PVT. Die Regeneration ist hier dieser hellblaue Pfeil. Wir können einmal in den Winter reingehen, dann sehen wir, dass wir hier den Heizfall haben. Das heißt, ganz viel Wärme wird aus der Geothermie gezogen, um den Wärmebedarf zu decken. Und im Sommer ist es dann ja andersrum. Das heißt, wir decken den Kältebedarf und haben eben hier gleichzeitig auch noch einen Anteil dabei, wo wir die Geothermie regenerieren. Wir können uns das hier auch unten in dem Diagramm nochmal darstellen lassen. Das heißt, wir könnten hier die Kältebilanz einmal visualisieren und dann sehen wir, wie hoch der Anteil ist in den verschiedenen Monaten, der zur Regeneration genutzt wird. Regeneration ist hier das hellrote, der Kältebedarf ist das graue und die Erzeugung der Kälte ist eben die Geothermie, das heißt hier das dunkelrote. Und bei der Strombilanz ist es auch ganz spannend, immer mal reinzuschauen. Das heißt, hier sehen wir in dunkelrot die Stromerzeugung aus den PVT-Kollektoren. In hellrot der Strombezug aus dem Stromnetz, der natürlich im Winter sehr dominiert. Und im Sommer sehen wir, dass eben die PVT hier große Teile von dem Strombedarf decken kann und nur noch ganz kleine Anteile aus dem Stromnetz gezogen werden müssen. Genau, da wird dann auch ein erheblicher Anteil von der PVT eingespeist. Und diese Berechnung, diese Auslegungsrechnung, basiert eben auf den ganzen Kostendaten, das heißt Investitionen für die PVT. Die Lastprofile sind mit dabei, die berücksichtigt werden und eben die ganzen Wirkungsgrade und so weiter. Und daraus berechnet die Software dann die optimale Auslegung für die PVT.
Wir sehen hier auch, dass bei der PVT ein Stück weit Wärme abgeregelt wird. Das heißt, es gibt einige Stunden im Jahr, wo wir die Wärme nicht nutzen können. Das ist genau dem geschuldet, dass wir im Sommer vermutlich Überschuss an Wärme haben. Ich werde jetzt nochmal ein zweites Szenario rechnen. Das ist das Wichtigste zur PVT. Ich werde jetzt einmal vergleichen mit einem anderen System. Klicke hier beim Variantenvergleich einmal auf aktuelle Variante duplizieren. Und dann werden wir hier die Variante 2 öffnen. Und ich werde jetzt mal PV reinschreiben, weil wir dann ein Szenario rechnen mit einer PV-Anlage als Vergleich. Und jetzt nehme ich hier die PVT einmal raus, setze die PV-Anlage mit rein. Wir können auch die Solarterminal mit reinnehmen zum Beispiel. Und jetzt sieht man hier zum Beispiel, hier könnt ihr den Kältebedarf nicht komplett decken, wenn man es vollständig regeneriert, weil einfach, beziehungsweise auch den Wärmebedarf nicht decken, weil einfach der Wärme- und Kältebedarf ja nicht ausgeglichen ist. Das heißt, in dem Fall könnte man jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, man installiert noch eine Luftwärmepumpe mit dazu, die dann im Sommer zum Beispiel mit einem hohen COP auch Wärme bereitstellen kann oder auch Kälte bereitstellen kann. Genau, und mit dem Setup gehen wir jetzt einmal in die Optimierungsrechnung rein und schauen mal, was er auswählt. Häufig ist es so, dass der Solarthermie nicht möchte. Genau, so ist es hier auch. 0 Quadratmeter, ich sage da, Solarthermie ist nicht Teil der optimalen Lösung. Man könnte das natürlich erzwingen hier über den Optimierungsbereich, aber das genau rein ökonomisch ist nicht Teil der optimalen Lösung. Die Geothermiesonden werden installiert und auch eine Luftwärmepumpe. Und die PV wird dementsprechend so dimensioniert, dass sie optimal zu der Luftwärmepumpe, zur Geothermie, den Bedarfen eben passt. Dann im zweiten Schritt wieder die Betriebssimulation. Dann können wir uns anschauen, wie viel da jeder Wärmeerzeuger praktisch anteilig erzeugt am Wärmebedarf. Dauert ein Sekündchen länger. Hier sehen wir, die Geothermie deckt jetzt nicht mehr so viel vom Wärmebedarf. Ein größerer Teil von Luftwärmepumpe übernommen. Und die PV wird eben hier genutzt, zum einen, um die beiden Wärmepumpen zu betreiben. Und der Rest wird eben eingespeist. Jetzt gehe ich wieder zur Ergebnisübersicht. Und hier kann ich jetzt auf Variantenvergleich klicken und könnte jetzt hier auswählen, dass wir das vergleichen möchten mit der Variante 1. Variante 1 war die PVT-Simulation. Klicke auf OK. Jetzt sehen wir hier die Variante mit der PVT im Vergleich zu Variante 1 bezüglich CO2-Emissionen. Haben wir jetzs bei der PV, bei dem PV-System geringere CO2-Emissionen und bei den Gesamtkosten auch leicht geringere Kosten. Das hängt natürlich alles ein bisschen von den Parametern ab, aber das ist dann eben die Möglichkeit, hier verschiedene Szenarien, 2 oder 3 oder 4 Szenarien direkt miteinander zu vergleichen. Hier weiter unten sehen wir die Stromerzeugung aus PV und PVT in Grau und eben der Strombezug in Rot und eben die gesamten numerischen Ergebnisse nochmal im direkten Vergleich zwischen den verschiedenen Varianten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen geholfen, wie man so PVT-Systeme simulieren kann in NPro. Und wenn Sie Fragen haben, kommentieren Sie gerne unter dem Video. Genau, bis zum nächsten Mal.